Hallo und herzlich willkommen zur Naturheilschule im Gespräch. Und mein Gast ist heute Daniela Starke. Hallo Daniela. Hallo, schön, dass ich da bin. Wir werden heute über schamanische Reisen sprechen. Und bevor wir etwas über diese spezielle, Form kennenlernen, also bevor wir sie kennenlernen, kannst du uns ein paar Worte überhaupt dazu erzählen, was eigentlich ein Schamane ist und was er tut? Ein Schamane kann im Grunde zwar sehr unterschiedlich arbeiten, aber was eigentlich alle Schamanen tun, ist, sie sind Vermittler zwischen den Welten, also zwischen dieser sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Das machen sie alle und dann gibt es verschiedene. Manche machen Zeremonien zu bestimmten Festen oder auch zum Beispiel mal eine Hochzeit ist ja auch eine Zeremonie. Und manche arbeiten vielleicht auch als Sterbebegleitung, um genau der Seele zu helfen, hinüberzugehen. Und so weiter. Also es gibt dann noch unterschiedliche Varianten, die man zusätzlich noch lernen kann. Also sehr viele Kulturen hatten ja schamanische Kulturen. Das Wort selber stammt ja ursprünglich eigentlich aus dem russischen, sibirischen Kulturkreis, aber mittlerweile verwenden wir es ja für viele Kulturen. Gibt es spezielle schamanische Kulturen, die dich ganz besonders ansprechen, denen du folgst oder denen du etwas abgewinnen kannst? Ja, also einmal sind es die Kelten, das ist, wo ich dann einfach auch, das ist so die westliche Kultur, die Kelten mit der dreifachen Göttin, aber auch die Inka-Tradition aus Peru von den Quechuas, wo ich auch einiges gelernt habe. Okay, und kannst du vielleicht dann ein Wort zu den schamanischen Reisen sagen? Was macht ein Schamane, wenn er eine Reise macht und warum tut er sie? Also es gibt die sogenannte Anderswelt und es gibt dann einmal die untere Welt, die mittlere Welt und die obere Welt. Und die untere Welt ist unsere eigene Seelenwelt oder Seelenlandschaft, Seelengarten auch genannt. Und da ist es ganz wichtig für einen Schamanen, dass er erstmal seine eigene Seelenlandschaft kennenlernt, seine eigenen Urtypen, die dort ja enthalten sind, kennenlernt. Denn sie können uns dann führen. Und dann gibt es die mittlere Welt. Es gibt also auch Schamanen, die viel mehr mit der mittleren Welt in Verbindung sind. Das sind dann Verbindungen zu Pflanzengeister, Steingeister, Baumgeister, die Elemente und die zu nutzen für die Arbeit. Und die obere Welt, das ist, dort findet man zum Beispiel den Geistführer oder wir können uns verbinden mit den aufgestiegenen Meistern, im Grunde auch mit den Engeln. Das ist so die obere Welt, wo wir unsere Vision auch finden, was unsere Lebensaufgabe ist. Und warum sollten wir das machen? Also die Verbindung zu unserer eigenen Seele, um im Grunde unserer Seele zu helfen. Was möchte ich denn in diesem Leben? Also der Seelenplan. Wir sind alle mit einem Seelenplan geboren und haben bestimmte Aufgaben. Und um die zu erkennen und anzugehen, kann ich dann eben sowohl die untere als auch die obere Welt besuchen und nutzen. Und die Archetypen helfen mir im Inneren. Und das, was im Inneren geschieht, geschieht im Grunde auch im Außen. Also immer, wenn wir eine Innenarbeit machen, wird sich auch etwas im Außen verändern oder zeigen. Mal langsam, mal schnell. Und was ist der wesentliche Unterschied, wenn man eine Reise für sich macht? Du sagst ja, zuerst sollte man sich selber kennenlernen. Und wenn man dann schon für jemanden eine Reise macht, also auch für einen Klienten zum Beispiel. Einerseits kann, also die eigene Innenwelt ist natürlich immer ganz wichtig, dass ich kenne, ja, wie sieht es bei mir aus? Und später dann auch meine Archetypen hier ja zu mir zu rufen, wenn ich für andere reise. Also wenn ich zum Beispiel für jemand anderen reise, dann gehe ich erstmal in meinen Seelengarten, rufe auf jeden Fall mein Krafttier und vielleicht noch andere Archetypen dazu und sage, ich reise jetzt in den Seelengarten von der Person und ich nehme euch mit, weil das ist mein Schutz.
im Grunde. Die helfen mir auch dann dabei. Dort gehe ich meiner Aufgabe nach. Also ich habe natürlich eine bestimmte Aufgabe bekommen, warum ich jetzt in einen anderen Seelengarten reisen soll oder möchte. Gehe dieser Aufgabe nach und dann nehme ich meine Krafttiere natürlich wieder alle mit. Also das ist auch ganz wichtig, dass ich nur das mache, was mir beauftragt wurde. Ich kann aber auch, also das ist jetzt für einen anderen reisen, ich kann natürlich auch einen anderen begleiten, dass er für sich selbst reisen kann. Das geht genauso. Und was kann man damit alles heilen? Ja, also es geht hier um die Seelenheilung. Ja, es gibt im Grunde ganz unterschiedliche Dinge, was unsere Seele krank macht. Man kann jetzt erst schon mal sagen, frühere Inkarnationen. Vielleicht haben wir von früheren Inkarnationen irgendetwas nicht erledigt, nicht beendet, irgendwelche Seelenverträge zum Beispiel gemacht, schon von früher. Wenn ich also irgendwann in einem früheren Leben gesagt habe, ich werde dich für immer und ewig lieben. Das ist für eine bestimmte Seele ja dann gewesen und ich hier in diesem Leben einfach niemanden finde und ich nicht mich auf niemanden einlassen kann, zum Beispiel, könnte das zum Beispiel solch ein Vertrag sein, weil ich genau diese eine Seele nicht finde. Vielleicht ist sie in diesem Leben nicht in meiner Nähe oder vielleicht ist es mein Kind. Kann auch sein. Das würde dann natürlich nicht passen mit diesem Lieben in Form von Partnerschaft. Ne? Und diese Seelenverträge kann ich auflösen im Seelengarten zum Beispiel. Ja, und dann eben meine Seelenaufgabe hier zu finden, vielleicht meine Berufung zu finden. Dass ich zum Beispiel auch mein innerer Hüter, der wahrt meine Grenzen. Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann, dann sollte ich zu meinem inneren Hüter gehen und sagen, hilf mir dabei, weil ich möchte da und da vielleicht Nein sagen. Ich kann es nur nicht. Und also solche, ich sage mal, auch alltäglichen Dinge. Oder ich finde auch die drei Aspekte, inneres Kind, Frau und Mann, die finde ich so spannend. Alleine mit diesen dreien können wir sehr viel erreichen. So ganz grob gesagt jetzt, das innere Kind bringt unseren Spaß. Wie gehen Kinder an etwas heran? Mit Neugierde, mit Spaß. Sie sind kreativ. Dann die innere Frau, die ist diejenige, die sich so ein bisschen um alles sorgt, dass es uns gut geht. Sie bringt die Wellness sozusagen mit. Aber auch das Familiäre, wie auch die Kreativität, sich auszudrücken. Also was möchte ich eigentlich im Leben machen, wie möchte ich mich ausdrücken? Und der innere Mann, der ist derjenige, der das sozusagen umsetzt. Also er, ja, die beiden, also Kind und Frau, planen sozusagen vor und er sagt, okay, und jetzt, wie kann ich damit Geld verdienen? Wie können wir in die Technik gehen? Also was brauche ich an Technik, um das umzusetzen, was du ausdrucken willst und zwar auch noch mit Spaß? Und wenn ich die also alle drei zusammennehme, ja, dann kann nur jedes Projekt zum Beispiel auch im eigenen Leben wunderbar funktionieren, wenn ich immer wieder auf sie höre, auf alle drei. Jetzt habe ich eine ganz, ganz schwierige Frage oder vielleicht eine ganz leichte, ich weiß nicht, Frage für dich. Ich wurde das selber auch gefragt und ich hatte eine Art von Antwort darauf gegeben, aber jetzt bin ich einfach mal ganz neugierig, wie du das beantworten würdest. Was genau ist denn die Seele? Wie können wir diesen Begriff versuchen festzumachen? Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, wo man immer so ein bisschen, ja, schaut, weil Seele und Geist, und dann fragen manche, was ist denn das, der Unterschied? Also ich habe auch schon mal den Ausdruck gehört, die Seele trägt den Geist auf dem Rücken. Und ich fange erstmal mit dem Geist an, weil das vielleicht so ein bisschen einfacher, sage ich mal, erstmal zu erscheint. Der Geist, das ist die Verbindung zu dem universellen Bewusstsein, zu Gott, also zu allem, wo wir auch zum Beispiel unser Wissen herausnehmen. Und jetzt könnte man sagen, aus diesem Pool aus Geist, ein Bewusstsein, haben wir natürlich auch ein Stück Geist, also die Verbindung, aber dann haben wir uns individuell herausgenommen aus diesem Pool. Und das ist die Seele, ist im Grunde das Individuelle, das Ich. Zwar auch schon in verschiedenen Inkarnationen, weil es ja auch heißt, wir werden immer wieder geboren. Und dann habe ich also meine eigene Erfahrung im Grunde von Leben zu Leben,
Das ist also das, was meine Seele im Grunde ausmacht. Genau. Und dann muss ich aber hier noch kurz dazu sagen, dann gibt es noch die Ahnenseele. Das ist, also man kann es auch so ein bisschen als Feld im Grunde bezeichnen, welche Themen in meinem Ahnenfeld vorhanden ist. Das hat natürlich auch nochmal Einfluss auf mich und meine Seele, wobei wir wollen auch immer in diese Familie hineingeboren werden, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen, aber wir wollen ja auch irgendwas lernen aus diesem Leben. Und wo kann man die Emotionen zum Beispiel einordnen? Die Emotionen, also da, ich arbeite mit dem Fünf-Körper-System und da sind also fünf Körper, einmal der physische Körper, das, was ich anfassen kann, einmal der ätherische Körper, das ist also die Chakren, die Aura, die Meridiane. Dann haben wir den mentalen Körper, das ist das, was ich denke, meine Geisteshaltung. Dann den intuitiv-emotionalen Körper, da sind die Emotionen und den seelischen Körper. Und also da, die Emotionen sind also in meiner intuitiven, in meinem intuitiven Körper. Wobei auch hier, wo kommen Emotionen her? Aus meiner Kindheit, kann man so sagen. Hier habe ich gelernt, hier habe ich verschiedene Dinge gelernt, beobachtet, wie ich reagieren soll oder muss oder was ich getan habe. Vieles kommt aus der Kindheit, also aus den ersten 7 Jahren von meinen Emotionen. Aber ich kann mich natürlich weiterentwickeln. Hey, super, super spannend. Das könnten wir jetzt noch ewig fortführen. Vielen Dank für deine tollen Antworten und Einführung. Eine letzte Frage hätte ich noch. Was mich persönlich noch fasziniert, ist diese Frage nach dem Krafttier oder Krafttieren. Jeder hat eins oder hat mehrere. Wie kann man denn die entdecken und wie kann man auf ihre Hilfe oder mit ihrer Hilfe rechnen? Das Krafttier, am besten in eine Krafttierreise. Das heißt, wir gehen in die Entspannung, in einen möglichst tiefen Entspannungsmodus, sage ich immer so schön. Die Trommel hilft einem dabei, eben in diesen tiefen Entspannung zu kommen, aber auch dort zu bleiben. Deshalb wird typischerweise getrommelt. Und dann geht man in die Visualisierung, beziehungsweise ich weiß es nicht, jeder Mensch sehen kann innerlich, manche hören oder fühlen. Das muss jeder für sich dann immer selbst so ein bisschen entdecken. Und dann geht es in den Seelengarten und dann rufe dein Krafttier. Und ich sage immer, habe die Absicht, dein Krafttier zu finden, nicht zu suchen, weil bei der Suche könntest du einfach auf der Suche bleiben. Also wirklich habe die Absicht, dein Krafttier jetzt zu finden oder einfach sagen, jetzt steht mein Krafttier mir gegenüber. Und wenn ich das Krafttier einmal gefunden habe, dann ist es auch wichtig, immer wieder in Kommunikation zu gehen mit dem Krafttier. Das ist mein Alltagsbegleiter. Also ganz normale alltägliche Dinge kann ich, wenn irgendwas ansteht an dem Tag, steh mir bei, sei bei mir, beschütze mich. Also das, was ich gerade im Grunde brauche, das kann ich immer auch an mein Krafttier mit abgeben, sodass ich mich also getragen und beschützt fühle, dass ich mich auch vielleicht nie alleine fühle, weil mein Krafttier immer bei mir ist. Okay, ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Ausführungen. Und also dieses Thema Schamanismus und schamanische Reisen, das berührst du ja in mehreren Kursen. Welche Kurse berühren dieses Thema und was kann man in ihnen lernen? So die schamanischen Reisen, das ist ein kompletter einzelner Kurs aus 10 Terminen. Mit da werden alle Archetypen dann auch, ja, wir reisen zu allen Archetypen und beginnen natürlich mit dem Krafttier. Und alle weiteren schamanischen Reisen wäre immer ganz gut, wenn wir das Krafttier auch direkt mitnehmen können. Ich habe dann noch einen Kurs, wo es allein um die inneres Kind, Frau und Mann geht. Das kann man theoretisch auch immer ganz alleine machen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist alleine die drei, wenn ich mit denen in Kontakt bin, passt das, also kann ich schon sehr, sehr viel erreichen. Es kann auch, also auch bei anderen Kursen kommt das zwar immer mal dran, dass wir in die Reise gehen,
Bei den Seelengesprächen zum Beispiel, weil da geht es ja darum, ich gehe in meinen Seelengarten und dort komme ich ins Gespräch mit mir selbst, mit meinen Emotionen zum Beispiel. Dann die Kraft der Ahnen. Unser Fels der Ahnen, der ist auch in unserem Seelengarten. Den besuchen wir unter anderem bei dem Webinar Kraft der Ahnen. Ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Klingt super spannend. Wer gerne mehr eintauchen möchte, findet auf der Webseite der Schule mehrere, also viele Informationen zu deinen Kursen. Einfach nach dem Schlagwort Schamanismus suchen und dann findet man deine Kurse. Vielen, vielen Dank, Daniela, für deine wunderschönen Erklärungen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuseher für ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.